Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mehr Apps und Games und es geht weiter mit die Sims 4 und heute, wie versprochen, gibt es eine Familie Vogel Folge, ja, und wir werden heute zu den Vogels, zu den Kahns reisen. Ich verstehe das nicht, warum ist das hier, na egal, den Kahn-Haushalt besuchen und zwar mit allen hier. Wir besuchen heute die Kahns oder die Holidays, wie auch immer. Ich möchte, dass sich Emma mit Selina und Melissa befreundet. Ich glaube, mit Melissa ist sie schon fast befreundet, aber ja, ihr wollt es selbstverständlich auch. Deswegen müssen wir die natürlich besuchen und heute letztens haben Kahn und Soja die anderen besucht. So, deswegen geht's jetzt. Wird an der Tür geklopft. Ich verstehe nicht, warum das hier noch nicht abgespeichert wurde. Naja, gut. So, na, ist denn wer zu Hause? Ich wette schon. So, also, Julian, was du als erstes hier machen kannst, du kannst ja schon mal schön hier Kanal schauen. Und zwar einen Kinderkanal. So, wo ist Emma? Emma ist oben. Emma, ich möchte, dass du mit denen hier spielst. Mit Fremden reden. Na, hier unten sind deine Gäste. Aber irgendwie... Tratschen. So, wo ist denn Emma? Die waren hier gerade am Schlafen. Das weiß ich noch. In der letzten Folge haben wir die zum Schlafen geschickt. So, wo ist denn Emma? Emma soll mit Fremden. So. Emma, kannst du nicht hier hinkommen gerade? Julian schaut sich hier ein bisschen Fernseher an. Na? Du kannst hier gerne was essen und du kannst ja ein bisschen Sport machen hier. Wir nutzen das Haus, als wäre es unser eigenes. Ich verstehe, warum Emma nicht hier nach oben kommt. Die ist traurig. Okay, dann kannst du dich ja mal kurz um sie kümmern. Alberne Geschichte erzählen, vielleicht damit Emma hier. Ach, Julian. Ich sehe hier schon wieder Ärger. Was denn? Immer noch traurig? Versuch doch mal, Julian zu umarmen. Vielleicht ist hier Julian gar kein so... So, hier wird fleißig trainiert bei Hannah. Ich weiß, Hannah ist ein bisschen zu groß hier, aber das lassen wir jetzt so. So, oh, Julian kann jetzt am Computer das und das schauen. Okay, wo ist denn... Wo ist denn Selina? Gerade doof. Ach, die ist auf dem Töpfchen. Also irgendwie über Nachbarn tratschen. Wir können ja über Nina tratschen. So, wo ist denn Emma? Emma, komm doch mal hier hin, Mensch. So. Emma, was ist denn los? Emma möchte sich, glaube ich, nicht mit denen hier anbefreunden, ne? Spielt lieber mit Julian. Aber Julian ist auch ein bisschen... Nee, Emma möchte sich mit keinem irgendwie wirklich anfreunden. Komisch. Ah, jetzt ist sie aber glücklich. So. Wir machen mal Folgendes. Wir versuchen es jetzt mal. Ach Mann, ich verstehe es nicht. Warum möchte sie denn nicht mit ihr reden? Okay, sonst versuchen wir es mal mit Melissa.
Nein, nicht du. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Über Spielzeug reden vielleicht. So, vielleicht klappt es ja jetzt. Aber ich glaube, Emma will sich irgendwie noch nicht mit Celine anbefreunden, ne? So, Mama, du kannst hier ein bisschen verspielt herumschwimmen, wenn du möchtest. Aber irgendwie, die Kahns kümmern sich irgendwie gar nicht um die Vogel. Um die Familie Vogel hier. Hannah und Julian sind soeben beste Freunde geworden. Das ist mir aber sehr, sehr neu, dass die so gut befreundet sind. Nee. Emma ist heute irgendwie ganz traurig. Aber ich weiß auch nicht, wieso, ehrlich gesagt. Hm. Ah, Kahn ist jetzt auch da. So, Julian und Kahn verstehen sich doch eigentlich ganz gut. Falsche, schlechte Nachricht verkünden am besten. Hä? Wo will denn jetzt Kahn? Geh die jetzt raus? Ey, du hast Besuch! Achso, du lässt sie jetzt einfach hier, oder was? Nicht dein Ernst. Unfassbar. Coole Party auf jeden Fall. Hier sind fast alle da. Oh Mann, Julia. Ich halte hier wieder schlechte Nachrichten. Julian veräppelt ein bisschen Kahn, also mich. Vielleicht den Garten beleidigen. Machen hier nur Umfug. Schläft die hier oben? Wo ist denn... Ach ne, die sind jetzt... Ne, wo sind die denn? Wo ist denn Celina, bitte? Wir machen hier alle nur Umfug. Wo ist Celina, bitte? Hä? Celina? Das ist ja echt komisch. Hier ist Melissa. Emma. Tolle Nachrichten. Ganz tolle Nachrichten an Kahn. Hochheben. Aber die sind jetzt alle im Garten. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wo ist Celina? Das verstehe ich nicht. Die ist irgendwie weg. Ist sie zur Tagespflege oder so? Nein, kann auch nicht sein. Hat sie sich irgendwo hier hingelegt? Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht. Ach, da ist sie. Okay, jetzt verstehe ich. Na, habe ich sie nicht gesehen. Tut mir leid. Und hier ist komplettes Chaos bei den Kahns. Mega Chaos. Julian, du kannst ja mal Folgendes machen. Und du kannst vielleicht mal oben zu Celina gehen und dich mit Celina anfreunden. Hm, wie wär's? Ich weiß, du bist zwar ein bisschen älter, aber du kannst dich ja mal freundlich vorstellen. Get up.
So, so, the boy. Lola Nora. Free Baganush. Du denn erzählt hier tolle Geschichten. Alberne Geschichte erzählen. Komm, ein bisschen lustig sein. Alberne Geschichte erzählen. Oh, ich glaube, die verstehen sich nicht so gut. Vielleicht wegen dem Alter oder so. Ja, das ist schon viel besser. Umarm. Julian und Selina werden auf jeden Fall Freunde, glaube ich. Ich denke schon. So, und so langsam, denke ich, wird es auch Zeit. Wir bleiben noch ein bisschen. Sehr, sehr gut. So, aber ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Oh, zurück nach Hause. Und auch du kannst zurück nach Hause. So. Finde ich, war ein erfolgreicher Tag heute. Ich denke, beim nächsten Mal, da besuchen wir mal mit den Kahns Nina. Ja, wir besuchen mal Nina. Es wird mal langsam Zeit. Ne? Ich glaube, Nina war ja auch schon bei uns. Wir hatten uns ja auch letztes geprügelt. Da müssen wir uns eigentlich vertragen. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Und ich hoffe, Leute, ihr hattet heute Spaß. Ne? Wir sind hier wieder bei den Vogels. In der modernen, neuen modernen Luxusvilla. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Leute, gar kein Problem. Aber lasst so ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, was soll ich noch weiter sagen? Ciao!